Hier liegt ein Tagebuch. Es gehört einem gewissen Kral. Hier steht jede Menge Zeug. Ich kann damit aber nichts anfangen. Lass die Technik lieber stecken. Schnell, du musst mir helfen. Wühler haben sich durch den Fels gegraben. Die Setzlinge dürfen nicht beschädigt werden. Folge mir. Verdammtes Mistvieh!
wir hier nicht gerne. Steckt sie lieber weg. Diese scheiß Mutanten. Dauernd versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Sie sind schon so ausgehungert nach Elex, dass sie es schon mit unserem Mana versuchen. Ich sehe hier kein Mana. Guck dich doch um. Unsere Setzlinge sind voll davon. Unser Mana ist umgewandeltes Elex. Mutanten ernähren sich von Elex, also versuchen sie, unsere Setzlinge zu fressen. Allerdings macht sie das schwach. Umso besser für mich und meine Waffe. Ich bin übrigens Orik vom Hammer-Clan. Ich kümmere mich um die Setzlinge hier in Goliath. Die Setzlingsfelder sind wieder sicher. Die Wühler sind tot. Sehr gut. Ich hätte auf Orik hören sollen. Er hat mir schon vor Tagen berichtet, dass er etwas im Fels vermutet. Ich nehme an, ihm geht es gut? Sieht so aus. Wunderbar. Auf dich scheint Verlass zu sein. Hier hast du ein kleines Zeichen meiner Anerkennung. Danke nochmal, dass du uns beigestanden hast. Was genau baut ihr hier an? Was du hier siehst, sind die Setzlinge für unsere Weltenherzen. Die meisten der Setzlinge überleben den Wachstumsprozess nicht. Bis ein Setzling wirklich erste Anzeichen zeigt, dass aus ihm ein Weltenherz werden könnte, vergeht eine lange Zeit. Aber wenn du mehr über die Weltenherzen wissen willst, fragst du am besten jemand anderes. Wir sind hier nur für die Zucht und Pflege verantwortlich. Wie steht es um die Setzlingsfelder? Den Umständen entsprechend. Die meisten meiner Leute sind mit dem Schrecken davongekommen. Aber der Angriff hat uns ein weiteres Problem beschert. Die Mistviecher haben den Boden so durcheinander gebracht, dass unsere Setzlinge gefährdet sind. Ich werde nicht umhinkommen, alles von meinen Leuten abzuverlangen. Es gibt also Arbeit. Ja, da die Setzlinge jetzt besondere Fürsorge brauchen, fehlen mir die Kapazitäten zum Abernten der Heilwurzeln. Ich hoffe, du erklärst dich bereit dazu, diese Aufgabe zu übernehmen. Ohne die Heilwurzeln wird es nun schwer fallen, die Verwundeten ausreichend zu versorgen. Ich kümmere mich um die Ernte der Heilwurzeln. Du packst die Dinge an, nur weiter so. Denk aber daran, dass mich nur die ausgewachsenen Exemplare interessieren. Die anderen taugen nicht einmal, um den Gestank aus den Stiefeln zu vertreiben. Wo kann ich die Heilwurzeln ernten? Sieh dich beim großen See oberhalb von Goliath um. Sie wachsen vereinzelt und sind leicht zu übersehen. Geht klar. Gut, dann mal ran an die Arbeit. Ich habe Alva gefunden. Ich hoffe, du hast ihm ordentlich den Kopf gewaschen. Nicht direkt. Er ist tot. Wie bitte was? Du solltest ihn herbringen, nicht umbringen. Das musste ich nicht, das hat er schon selbst erledigt. Er scheint Stim-abhängig gewesen zu sein. Na, großartig. Haben wir jetzt schon einen Stim-Handel hier in Goliath? Wer weiß, wo Alva das Zeug her hatte? Ist doch egal. Ich werde jetzt erstmal mit Cormac reden müssen. Ich danke dir vielmals, dass du dich darum gekümmert hast. Auch wenn du nicht direkt eine Belohnung wolltest, habe ich trotzdem eine Kleinigkeit für dich. Aber der wirkliche Lohn ist schließlich die Erfahrung, die du durch die Sache hier gesammelt hast, oder?
Vielen Dank nochmal. Um eine neue Wache kann ich mich jetzt selbst kümmern.